Hallo, wer jetzt denkt, da liegen zwei Holzstücke, der irrt sich. Das war eigentlich so eine dumme Idee, auf die ich mal gekommen bin, die ich einfach mal ausprobieren wollte, weil ich habe letztens mal so ein Video bei YouTube gesehen, wo einer mit einem Standard Baumarkt-Silikon irgendwas versucht hat abzuformen und da habe ich gedacht, naja, das probiere ich doch jetzt auch mal. Ob das für einfache Sachen geht, weil ich habe da zufälligerweise in so einem Billigmarkt habe ich so Reste Silikon gesehen, die waren so schweinebillig, so eine Kartusche Sanitärsilikon 1,49. Da habe ich gedacht, da nehme ich gleich mal ein paar mit, kann man immer mal gebrauchen für irgendwas, nicht nur jetzt im Badezimmer, sondern auch so mal so ein bisschen rumexperimentieren. So, und das ist hier eine Baumrinde aus dem Wald. Und da wollte ich mir mit dem Sanitärsilikon davon mal eine Form machen und das dann hinter, da habe ich so ein paar alte Spachtelmassenreste verarbeitet. Das ist nämlich kein Holz, auch wenn es so aussieht. Das ist nämlich obendrauf Spachtel und hinten drauf nochmal ein Polyesterharz. Also habe ich auf die Rückseite eine Matte. Das waren auch so Reste vom Polyesterharz, die ich weghaben wollte, weil ich eigentlich mit Polyesterharz gar nicht arbeite, das stinkt mir zu sehr, dann nehme ich lieber das bessere Epoxy. Da habe ich gedacht, dann verarbeite ich die jetzt einfach mal. Und ist eigentlich ganz geschickt, weil wenn man das so sieht, sieht doch echt aus wie Baumrinde. Ne? Also wenn es einer nicht weiß, unmöglich zu erkennen. Vor allen Dingen auch das Kolorieren, wenn das mal fertig ist, das ist so einfach. Da habe ich gedacht, da mache ich doch jetzt einfach mal ein Video von. So, also, was man braucht, ist jetzt zum Beispiel, ja, wie gesagt, so ein billiges Sanitärsilikon irgendwo, wenn es das mal günstig gibt. Natürlich dann irgendwie eine Kartusche zum Auftragen. Ja, ich habe jetzt bei mir, ich habe halt eine Druckluftkartusche, aber wenn das einer nicht hat, geht auch mit einer normalen Handpresse. Gar kein Problem. Er muss dann halt, also ohne die Tülle arbeiten, direkt abschneiden, damit er das gleich auf einen Schwung richtig dick drauf bekommt. So, und das Ganze, wie das funktioniert dann, vor allen Dingen nachher das Kolorieren, das zeige ich jetzt mal. Ich habe jetzt aber keine alte Spachtelmasse mehr, stattdessen nehmen wir einfach Gips, geht auch. Da sage ich dann gleich auch noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Ich habe jetzt, also in dem Fall ist hier oben drauf eine Spachtelmasse, die war in einer Dose, die brauche ich relativ selten. Die war schon ein bisschen, ich sage es mal, zäh, dass sie zum Spachteln an irgendwelchen Karosserieteilen nicht mehr so gut geeignet war. Ich habe dann einfach ein bisschen Styrol als Lösemittel beigegeben, habe die durchgeknetet und damit es ein bisschen flüssiger wird, kann man auch machen. Und dann erst den Härter dazu gegeben und dann einfach drauf praktisch in die Form. Also das ist die Silikonform. Man sieht, wie schön elastisch das geworden ist. So sieht sie von der Rückseite aus. Hab die praktisch da aufgetragen und dann auf der Rückseite nochmal ein Glasfasergewebe aufgelegt und ein bisschen mit Harz eingeharzt und fertig. So. Also das Erste, was man machen muss, ist, also das, was man abformen will, muss jetzt nicht eine Baumrinde sein, kann auch was anderes sein, ein Stück Holz oder so. Das muss gut mit einem Trennmittel bestrichen werden. So, was entweder nimmt mal ein spezielles Formmax, was ich jetzt hier zum Beispiel genommen habe. Hat nicht jeder, braucht nicht jeder. Dann kann er stattdessen entweder ein Öl, was er in der Küche hat, nehmen zum Beispiel. Allerdings verdunstet das vielleicht zu schnell. Was aber auch noch geht, wäre praktisch Dickfett Margarine aufzuschmieren. Weil da kommt es ja auch wirklich nicht so genau an, ob sich da, man sollte halt gucken, dass es überall schön reinkommt in die Poren, damit nachher das Silikon da nicht so sehr dran haftet. Am besten einfach so einen alten Pinsel und dann richtig schön auftragen. So, das nächste, also wenn man das gemacht hat und das ein bisschen, lässt man das auch das Ganze ein bisschen antrocknen, dann nimmt man so eine Silikonkartusche, drückt das auf einen Schwung, so einen riesen Haufen, nimmt sich einen Gummihandschuh, weil das Zeug, das stinkt und peppt an den Finger, ein bisschen Spülmittel dabei und verreibt das im Prinzip auf der
auf dem Baumstamm. Das sieht dann halt hinter so aus, aber das ist nicht weiter dramatisch. So. Ja, und das Ganze legt man dann einfach erstmal irgendwo hin zum Trocknen. Weil das ist schon relativ dick, man sieht das von der Stärke her. Ja, also es ist dick, relativ dick aufgetragen, einfach mit der Hand verrieben, fertig. Und wenn man das ein bisschen beschleunigen will, dann kann man es ab und zu mal mit dem Wassersprenger ein bisschen, feucht halten. Dadurch vernetzt das Silikon schneller. Also bei einer hohen Luftfeuchtigkeit geht das schneller wie in einem trockenen Raum. Man kann es dann auch zum Beispiel in einem Feuchtraum durchtrocknen lassen. Du legst einfach das Ding irgendwo ins Badezimmer, wo man sowieso eine höhere Luftfeuchtigkeit hat, dann geht das ein bisschen schneller. Aber das war jetzt zum Beispiel am nächsten Tag, war das schon getrocknet. Und dann fängt man einfach irgendwo an zu knibbeln und kann das dann hinter vorsichtig einfach so abziehen. Da hat man zwar ab und zu noch so ein paar Holzreste drin, aber das stört nicht weiter. Die kann man, das Grobe, das knibbelt man einfach ein bisschen mit dem Finger raus. Das ist aber nicht so dramatisch, weil beim ersten Abformen hat man das dann, meistens ist das dann auch noch weg und befindet sich hier drauf. Aber das juckt ja nicht, weil da kommt ja sowieso dann Farbe drauf. So, ja, jetzt haben wir, wie gesagt, so eine Silikonform. Also das Herstellen, das dürfte eigentlich relativ einfach sein. Ohne, dass ich das jetzt nochmal extra zeigen muss. Was wir jetzt mal machen, ist praktisch davon einen Gipsabdruck mit einem normalen Spachtel für innen. Das ist so ein Bastel-Modellier-Gips oder wo man auch mal Risse mit zumachen kann. Das ist auch noch so ein Rest, wo ich habe. Den kann man dann entweder mit Wasser anrühren, wenn man es gleich ein bisschen wasserfest haben möchte. Dann kann man zum Verdünnen statt Wasser zum Beispiel so eine Tapetenhaut. Tapetenhaut ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Reinacrylat. Ja, steht auch irgendwo, steht es in den hier Kunststoffdispersion. Das ist also eine normale Kunststoffdispersion. Gibt es auch noch in anderen Formen, zum Beispiel zur Versiegelung von irgendwelchen Digitaldrucken. Wenn man dran riecht, dann merkt man, dass es riecht ähnlich. Also die Tapetenhaut, die riecht ein bisschen nach Holzleim. Holzleim ist ja auch, also dieser billige, der ist ja auch meistens irgendwie so eine Kunststoffdispersion, könnte man theoretisch auch nehmen, zum Beispiel einen wasserverdünnbaren, also einen wasserbeständigen Holzleim, den man vorher ein bisschen verdünnt und dann als Zusatz in die Spachtelmasse reintut. Dann wird die nämlich nachher, ist die auch gleich noch ein bisschen wasserbeständiger wie der Gips an sich. Aber da war es ja sowieso anmalen. Dann kann man hinterher auch irgendwie einen Acryllack oder sonst was drauf machen. So, ja, dann fangen wir gleich mal an, rühre ich gleich mal den Spachtel an, tragen das auf und dann müssen wir halt warten, bis es trocken ist und dann geht es weiter und dann zeige ich mal das Kolorieren, wie einfach das ist. Ich habe jetzt gerade schon zwei Gipsbinnen in lauwarmes Wasser eingelegt, damit die nachher weich sind. Die machen wir da hinten drauf. Jetzt rühren wir mal einfach schnell ein bisschen Gips an. Meine Gummischale, die finde ich jetzt gerade nicht. Die brauche ich so selten. Die liegt irgendwo verbuddelt. Dann nehme ich jetzt einfach so eine Tupper-Schüssel. Die kriegt man hinterher auch ganz gut sauber. Die kann man ja einfach ausspülen. Ja, dann tun wir jetzt mal ein bisschen Wasser rein, schütten wir den Gips da rein und lassen den mal ein bisschen einsumpfen, dass er gut durchzieht mit Wasser. Und jetzt kann man den Gips schon ein bisschen einfärben. Ja, gebe ich einfach so, dass ich mal so ein bisschen Grundfarbe schon mal habe. So. Und damit es gleich noch nicht ganz so wasserempfindlich ist, tue ich noch mal einen Schuss Tapetenhaut dazu. So, reiner Acrylat, wohlgemerkt. So, das kann man entweder mit einem Spachtel vermischen oder mit einem Holzstab. Und das ist jetzt. Jetzt sieht man schon, wie der Gips so leicht so eine beige Grund, ja, so eine rotbraune Grundfarbe bekommt. Da könnte man jetzt vielleicht noch ein bisschen Gelb dazugeben.
Der ist jetzt noch ein bisschen flüssig. Noch ein bisschen mehr gibt's. Ja, ich glaube, im Spachtel geht es dann doch besser. Ja, ein bisschen ungünstig das Ding. So. Ja, das ist jetzt. Gebe ich nochmal einen Schuss Gelb da rein. Oh, da war ein bisschen viel, aber. Na, komm, noch ein bisschen dicker wird. So, gut durchmischen. So, jetzt haben wir schon mal eine Grundfarbe, dann ist das nachher zum Einfärben einfacher. So, das kann man jetzt schon schön auftragen. Mal gucken, wenn es nicht reicht, muss ich halt nochmal was anmachen. Ist aber kein Problem. Ja. Ja, es war wohl ein bisschen wenig, da machen wir gerade nochmal ein bisschen, nochmal so eine Lage. Ja, richtig schön dick drauf. Ja, es war jetzt doch ein bisschen arg wenig. Ja, da kommt dann nachher, tun wir gleich nochmal ein bisschen was anrühren, ein bisschen mehr. So. Na komm. Rein mit dir. Ja, da muss noch. Ich hoffe, der reicht. Kommt der auch mal weg. Der steht schon ewig rum. Dann lasse ich den auch mal los. Für solche Sachen genau richtig. Also noch mal ein bisschen. So, jetzt. Ja, oh, der wird jetzt richtig dick. Ja, das ist ja gut. Auch noch ein bisschen Farbe drin. Mal einen ganz kleinen Schuss rein und Tropfen drunter mischen, dass wir ungefähr die gleiche Färbung haben. Dann komm, hopp. Ja. Ja. So, und das tappen wir jetzt auch noch da drauf. Ja. Ja, der ist jetzt schon dicker, der trocknet auch ein bisschen schneller. Ja. Also man kann die Silikonform, man könnte sie nochmal vorher mit Silikonspray einsprühen, aber bei Silikon braucht man es in der Regel eigentlich nicht, weil das Material doch nicht so gut daran haftet. So. Ja, ein bisschen andere Richtung. So. Eieiei. Ja. Ja, ziemlich zäh. So. So, jetzt legen wir da noch eine Matte rein. So, das ist jetzt nur ein Muster. Das ist ja jetzt nicht vollflächig. Da ist noch ein bisschen was drin. So, so. Jetzt nehmen wir mal die Binde. Wupp. Oh, die ist jetzt schon gut weich. Na, jeieiei, jetzt hat es mir die zusammengepackt. So, Moment, Gipsbinde mal ein bisschen auseinander machen. Die hat jetzt ein bisschen arg. So, op, eiei. Das ist peppiges Zeug, ey. Ja, ich bin ja auch kein Arzt. Ja. Wenn wir das da irgendwie ein bisschen auseinander kriegen. Das hätte man vielleicht besser einen Arzt machen sollen. Diese mit eingipsen. So, schön festdrücken. Machen wir nochmal eine. So, machen wir die mal zur Verstärkung da drauf. Ja. Die ist auch wieder richtig zusammengepeppt jetzt. Eieiei. Fummelei mit dem Zeug. Man kann auch diese Mullbinden nehmen, wo in den Verbandskästen sind. Die gehen auch. So, und jetzt muss der Ganze nachher nur noch trocknen.
So, das dient jetzt eigentlich nur der Verstärkung ein bisschen. Wenn man das leicht andrückt, dann drückt sich der Gips da durch die Binde und verbindet sich gut damit. Jetzt kann man das nämlich schön noch ein bisschen glatt streichen. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal trocknen. So, Hände waschen, fertig. Und dann abwarten, wie es nachher ausschaut. So, schön drüber. So, passt. So, das Material ist mittlerweile trocken. Ne? Und jetzt das Silikon geht relativ leicht ab. Es hält kaum drauf. Ja. Da bleiben jetzt nur noch so ein paar kleine Reste da, aber die fallen so, dass, wie gesagt, das kann man so wegknibbeln. Da, weil auf dem Silikon hält eigentlich nichts. Dann hat man die schon wieder sauber. Aber man schlägt sie einfach auf dem Dings und dann bröselt da schon alles weg. So, und jetzt haben wir unser... Ja, ist ein bisschen brüchig geworden. Man hätte vielleicht noch ein bisschen dicker machen müssen. Das Material. Ich habe jetzt auch nur eine Gewebematte dahinter. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Also wenn man es dann selber macht, vielleicht ein bisschen mehr auftragen, dass es insgesamt dicker wird. Aber da kann ja jeder dann selber mal ein bisschen rumprobieren, was am besten ist. Man hätte das jetzt auch zum Beispiel mit Polyesterspachtel machen können oder irgendwas anderem. Oder mit einem Polyurethan-Material ausgießen. Wie auch immer. So, und jetzt tun wir das gleich geschwind mal ein bisschen kolorieren. So, zum Kolorieren. Dann nehme ich jetzt wieder. Also, zum Kolorieren, dann nehme ich so ganz normale Acrylfarben. Das ist jetzt noch eine Tönkonzentration. Das kriegt man so in den Baumärkten, das Tannengrün, kann man auch dafür verwenden, alles gar kein Problem. Oder man nimmt Abtönfarben, ist teilweise noch billiger. Nehmen wir mal so ein bisschen, das müssen wir schön dünn machen. Ein bisschen Wasser dazu, einfach auf dem Teller, kann man nachher abspülen. So. Da habe ich jetzt noch so ein bisschen das Indischgelb. Ja. Auch nochmal dünn machen, so. Ja, da kriegt man andere Farbtöne. So, und jetzt streichen wir das ganze Ding mal einfach ein. Das kann ruhig schön, richtig schön dünn sein, das macht nichts. Das soll. Ja. Ein bisschen so, ja, schmollern. Vielleicht hätte man auch ein bisschen heller machen können. Ja. Richtig schön dünn drauf. Die verteilen, das geht eigentlich, könnte ich ja eigentlich sogar einen großen Pinsel nehmen. Dann geht das noch schneller. Ja. Und der Gips, der wird das jetzt vermutlich relativ schnell aufsaugen. Da muss man ein bisschen flott arbeiten. Ja, richtig schön. Kann ruhig feucht, man könnte es ja vielleicht auch vorher mit dem Sprüher noch mal ein bisschen anfeuchten, dass es nicht ganz so schnell antrocknet. Ein bisschen Wasser drauf geben, so. So, ja, jetzt geht das. Und ja, bisschen, ja, ist ein bisschen Motzerei, aber macht ja auch Spaß. Soll ja auch, ne? So, jetzt haben wir das Ganze. Und jetzt tun wir da mal so ein bisschen, nehmen wir ein bisschen Schwatt, das müssen wir auch ein bisschen dünn machen, also dunkel. Ja, das kann man da auch irgendwie reinrühren, dass es schön flüssig ist. So, tupfen wir einfach hier so ein bisschen in die Vertiefung. Also, so. Ja. Zack, 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 so. So, können wir noch ein bisschen von dem Grün nehmen, stellenweise. Kann man auch mit dem anderen mischen, das kann ruhig so ein bisschen. Ja. So, und machen wir das mal ein bisschen ab. So, und jetzt geht man einfach nur noch hin und reibt das einfach ab. So.
Man hätte es vielleicht sogar ein bisschen vorher grundieren können, dann wäre es vielleicht noch besser. Aber da kriegen wir jetzt schon, wenn das nachher trocken ist, dann wirkt das richtig gut. Kann man auf der Stelle mal ein bisschen nacharbeiten hier so, mit der dunklen Farbe oder ja, ein bisschen vertieft. Da haben wir noch so ein paar Stellen, wo der helle Gips durchguckt. Da tupfen wir einfach ein bisschen Farbe rein, abputzen. Ja. 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 Kann man noch ein bisschen. Ne? So. Man kann auch ein Tuch nehmen, also irgendwie ein Baumwolltuch oder so. Geht das auch. Ja. So, mit den Farben kann man jetzt so natürlich ein bisschen variieren. Da kann man das Ganze ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen Umbra reintun oder so, je nachdem. Weil die Bäume sehen ja auch nach Jahreszeit auch nicht immer gleich aus. Und da haben wir noch so ein bisschen, ne? Ja, stellenweise noch so Löcher drin, ein bisschen Farb reinlaufen lassen. Da ist jetzt gerade ein bisschen Gips mal rausgebrochen, das passiert halt sowas. So. So, und jetzt muss das nur noch kurz trocknen. Kann man, sieht das schon ganz ordentlich aus. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu rötlich. Könnte man jetzt nochmal ein bisschen Grau drüber machen. So grün-grau. Ja, dann abputzen einfach vorsichtig, weil dann wird es von den erhabenen, an den erhabenen Stellen wird es dadurch heller. Ja, beim Baum auch ähnlich, wenn das Wasser runterläuft, dass er da an den erhabenen Stellen ein bisschen unter Dreck setzt sich ja. Also bei einer Baumrinde hat man ja auch dann in den Vertiefungen meistens ein bisschen dunkler, weil sich da der, natürlich der Schmutz drin ansammelt. So. Und so. 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 Und jetzt sieht das schon ganz gut aus. Ne? So, jetzt lassen wir das mal ganz kurz trocknen. Ups, da ist einer draufgefallen, den nehmen wir noch weg hier. Ja. So. Das war's. So, jetzt ist das Ding schon fertig. Ne? Das ist jetzt ein bisschen rötlicher, aber das macht ja nichts. Gibt es ja auch so ganz unterschiedlich. Könnt dann auch ein bisschen mehr Grün reinmachen. Aber so wisst ihr, wie es funktioniert. Ist total simpel. Und sieht, wenn man das dann hinter irgendwo. Wenn es irgendwo befestigt ist, sieht das richtig echt aus. Gerade jetzt dadurch, dass diese Farben auch ziemlich matt auftrocknen, dann wirkt das richtig realistisch. So, ja, wenn euch das Spaß gemacht habt, abonniert den Kanal. Gibt bestimmt noch viel, viel mehr, was man machen kann. So, hier sind sie nochmal. Also da, das ist das echte. Allerdings sieht es ein bisschen weißlich aus, weil da überall noch so Wachsreste drauf sind vom Einwachsen. Dann ist das erste da hier mit Spachtelmasse und Polyesterharz auf der Rückseite. Und das ist das mit Gips, wo ein bisschen rötlicher ist. Und da ist die Silikonform.